Der Film hatte seine Premiere auf dem Red Sea Festival in Saudi-Arabien, interessanterweise. Und wo viele Leute nicht geglaubt haben, dass Saudi-Arabien so einen Film zeigen wird, unzensiert. Und der Film ist dort unzensiert gelaufen. Wir hatten jetzt gerade in Karthago auf dem Festival einen wahnsinnigen Erfolg, haben auch 3 Preise gewonnen und hatten ein Riesenkino mit 1800 Leuten. Und die Leute sind wirklich ausgeflippt, weil der Film sie einfach berührt und weil der Film natürlich einfach auch das anspricht, was auf den Nägeln brennt. The toughest challenge, like, that's my first time to act. I never studied, I never played before. And to play from the first time as a main role for a really quite tough role, to be a prisoner, where you quite tortured in many, many ways. This challenge is quite heavy. Sharaf basiert auf einem Roman von Sonal Abrahim, einem der größten lebenden arabischen Schriftsteller. Es ist die Geschichte eines jungen Mannes, eines ziemlich naiven jungen Mannes. Manche bezeichnen ihn als modernen Candide, der in Notwehr handelt und jemand tötet und daraufhin ins Gefängnis kommt. Und im Gefängnis, das ein Mikrokosmos ist von der ganzen Gesellschaft, lernt er eigentlich kennen, in was für einer Welt er eigentlich lebt. Also es ist eigentlich eine, wie man so schön sagt, auf eine sehr bittere Art, eine Coming-of-Age-Geschichte eines jungen Mannes, der versteht, wie korrupt und wie auch Menschen, ja, also wie grausam auch das die Gesellschaft ist, in der er lebt. Sharaf, it's not just like a film about one issue. I do believe, like, Sharaf, it's showing so many layers, and it's talking about so many issues and so many deep hidden layers in society, in the system, in families, in friends, in anthropology, in sociology, in gender, in many, many, many topics. And that's the really interesting thing about Sharaf. لازم تعرفوا ان احنا هنا في مؤسسة للإصلاح والتهذيب هدفنا كمان ان احنا نديكم فرصة تانية عشان تبدأوا حياتكم من جديد اللي راح يمشي معنا مظبوط هنعامله مليح بس اللي راح يخلب النظام عقابه كبير يلا اللي يحب الملكي يسار والشعب يمين شو يعني الملكي يعني تاكل وتلبس كيف ما تحب والشعبي تلبس لبسة السجن وتاكل ما كنت السجن Ich habe diesen Roman gelesen, als ich noch an der Filmakademie studiert habe, also vor über 20 Jahren. Und ich habe sofort gemerkt, dass dieses Buch anders ist als alle anderen Romane, die sich mit Ägypten auseinandergesetzt haben und mit dem, ich sage jetzt mal, mit dem ganzen Wahnsinn, mit den ganzen Gegensätzen, die dieses Land auch ausmachen. Und ich fand es eine unglaublich starke, spannende Verdichtung, der Gesellschaft und der Zustände, aber auch des Lebensgefühls und auch der ganzen Art zu leben anhand dieses Gefängnisses. Und ich mochte sehr an dem Roman auch den Humor, den Sonal Abrahim, also Sonal Abrahim ist ein sehr humorvoller, teilweise auch sarkastischer Schriftsteller. Und diese Mischung aus Sachlichkeit und Humor, also was ja in Ägypten oder in vielen südlichen Ländern
das vorherrschende Mittel eigentlich ist, um das Leben zu ertragen, ist eigentlich der Humor und oft auch der schwarze Humor. Und davon ist dieser Roman absolut voll. Und ich mochte wahnsinnig diese Gratwanderung zwischen, ja, ich sag jetzt mal, zwischen Grauen und Lachen. Und das hat mich nicht losgelassen. Also ich habe oft wurde ich gefragt, diese Frage, warum wolltest du diesen Roman verfilmen? Und ich sage oft, warum hast du gerade diesen Roman ausgesucht? Und ich sage oft, irgendwie hat der Roman mich ausgesucht, weil er hat mich nicht mehr losgelassen. Und wie gesagt, viele Jahre später habe ich dann gedacht, so, jetzt kann ich wirklich, bin ich in der Lage als Regisseur, den Film zu machen, und habe dann so Sunal Ebrahim kontaktiert. Und das war dann auch der Moment, also wir haben uns sehr schnell angefreundet, und irgendwann sagte er, warum schreiben wir dieses Drehbuch nicht zusammen? Und das war eigentlich nochmal eine ganz andere Stufe, also mit ihm, mit diesem sehr großen Schriftsteller, dieses Drehbuch zu schreiben, hat mir natürlich am Anfang auch ein bisschen Angst eingeflößt, weil man natürlich auch denkt, vielleicht wird er sehr stark hängen an dem, wie der Roman ist. Und der Roman ist wahnsinnig umfangreich, es sind über 500 Seiten, und er ist, sage ich mal, randvoll mit Figuren und mit Geschichten. Also davon ist nur sehr wenig in dem Film, das war klar, weil sonst hätte man eine Fernsehserie daraus machen müssen. Und diese Verdichtung, da war er aber absolut offen, und ich glaube, wir haben wirklich, also eigentlich nie uns gestritten. Wir haben manchmal wirklich heftig diskutiert, aber auch immer mit sehr viel Humor dann die beste Lösung für den Film, also für das Drehbuch gefunden. ايش بتعمل انت يا حبيبي يا امور؟ والله ظاهر فيه ولد ناس طفل هيك. بتاكل زي الخنزير. اول مره بدخل السجن. شوف الطريقه الصحيحه. علمه علمه علمه. شوف. جد تاكل. جرب يلا. شطور. عاود. هو بطشة فيش جاي؟ ماخذ مؤبد. قتل واحد كان مشاركه في الميكروباص. بروح يعملوه كبير الزنزانة؟ يا حبيبي انت كركي. هو فارق معهم اصلا شو ماخذ؟ إعدام مؤبد سنة سنتين، وأصلاً طنشينه على شوية الأقراص اللي بتاجر فيها عشان يضمنوا يعطوهم أخبار اللي بتصير في الزنزانة. عايش ملك، يمشي ويجيك ما يحب. بس كيف بدخلوا مخدرات؟ العساكر والضباط هم اللي بدخلوها. العسكري منهم بيجي بحط الأقراص في البالونة، بيمسك البالونة بيحشيها في طيزه، بيضل ماشي لحد ما يعدي من البوابة، لا من شاف ولا من دري. My role, it's the Sharaf, the first role, lead role, I mean. Then if I want to like, you mean like to talk about it, like in which way, like to explain how I felt it or what I did or what's your question about exactly? Like the character you're portraying, mm-hmm. What would you say, what sort of character is that? I think he's the character where you can see how it started from the first, like someone a guy that he's just living in a small village, you know, like this quite small village is so far from this civilization, from this new ways of this really fast modern industrial world. Because it's quite simple where they just live their life and they having their own resources that they don't, or they are not independent or on this big companies, big industrial, like it's really far from this industrial revolution that we are living in right now. So he just came from there. He has this really simple life. Everyone kind, everyone just honest, everyone quiet. They don't have any purpose to be not good to each other, because, you know, like this civilization always brought this egoistical points where people did start to be greedy. We want more and we want to think in that way because like it might
we don't get that, so we need to be more kind of evil smart. Like they use this evilness smart where they can try to harm to get, because otherwise they can't, because all of this competition that we have in the civilians or in the civil society or civilian society that we have, it's a quite harmful, and I quite see it. It's not, I wouldn't say it's unhuman, but it's really far from the purity. Wenn man beim Casting gravierende Fehler macht, wird man nachher sehr, sehr schwer haben. Bei diesem Film war es ja so, dass er geplant war als ägyptischer Film. Es war zwar klar, dass wir in Tunesien das Gefängnis drehen werden, aber es sollten eigentlich alles ägyptische Schauspieler sein. Und ich habe natürlich über Jahre sehr viel mehr angeguckt und mich immer gefragt, wer könnte das sein, wer könnte das sein. Und wir hatten eigentlich fast alle Rollen mit teilweise mit bekannten, aber auch mit weniger bekannten Schauspielern besetzt. Der Hauptdarsteller Sharaf, das war die große Herausforderung. Und den habe ich, weil es war klar, es muss ein junger Schauspieler sein. Es war für mich wichtig, dass er ein unverbrauchtes Gesicht ist. Es sollte niemand sein, den die Leute kennen, also wo man sagt, ah, der hat schon das gespielt oder das gespielt. Und ich habe mit der Casterin in Ägypten, mit Marwa Gabriel, wir haben bestimmt 2 Jahre lang gecastet und junge Männer gesucht und haben dann eben 2 Jahre vor dem Dreh einen tollen Schauspieler gefunden, mit dem ich ziemlich lange gearbeitet und auch geprobt habe. Aber wie gesagt, der Film bekam dann unheimlichen Widerstand in Ägypten und es gab sehr große Angst, einen so politischen Film dort zu machen. Und so habe ich eben auch den Hauptdarsteller 2 Wochen vor Drehbeginn verloren, weil er dann eben doch Angst bekam, diesen Film zu machen. And he has like this pure soul that he came from where life is quite simple, and he just start to dream about, because he start to hear about this people, they going to universities, going to cinemas, they going to having fun, dating, going out, partying, studying, meeting, traveling, all of this, and he just hearing about it, and he decided to go there, and then suddenly he just in a different whole scene. It's literally different world. And that's where he got into trouble. He thought like the world as he knows, but actually he was living in his bubble. Ich hatte Ahmed El-Munirawi, der den Sharaf jetzt spielt, ein paar Tage davor gesehen für eine kleine Rolle. Er kam und er hat mich sehr beeindruckt. Und als dann der Hauptdarsteller absprang, mussten wir dann sehr kurzfristig nochmal ein Casting für die Hauptrolle machen. Und da habe ich gesagt, er soll unbedingt kommen. Und es kamen noch, glaube ich, 6 oder 7 andere. Aber er war der Einzige, der mich überzeugt hat. Und ich habe ihm damals gesagt, er sah noch ganz anders aus. Er hatte einen Bart und hatte wahnsinnig lange Haare. Er sah ein bisschen aus wie der junge Samuel Jackson. Und ich habe damals zu ihm gesagt, also du wirst deine Haare schneiden und deinen Bart rasieren. Dann kannst du die Hauptrolle spielen. Und er hat ein bisschen geschluckt und sagte, okay, ich mach's. Actually, our civilian society or city, it's not real. Everyone, that's why we all try to create our bubble where we want our people to, in our match, in our mindset and our thoughts and our ideologies. Because we know it's all fake. It's all non-realistic. But he thought in a way that actually it is. And then when he went there with his thoughts, with his naivety, let's say, he just got surprised. People are trying to use him, they're trying to tease him, they're trying to manipulate, try to abuse. It's all this unhuman and unpure behaviors start to be like thrown in him, and he can't process it, he can't understand, he can't believe that it's actually happened without I do anything. I just came here to live a life. I just want to live the life that you're talking about. And then suddenly, like, he's in a trouble. مساء الخير. أنا مكباش. أنت اسمك إيه يا ابني؟ أشرف. أشرف عبد العزيز سليمان. أصحاب بينادولي شرف. باين عليك أمين يا شرف. بتعرف تقرأ وتكتب؟ آه. معايا ثانوية عامة. بتدرس في الجامعة؟ لا، معهد تجاري. جميل. Ich bin ein großer Fan des Film Noir.
Ja? Also eine Phase aus dem amerikanischen Kino, die sehr stark geprägt war von, ich sage es mal etwas verkürzt, von Licht und Schatten, die sehr stark geprägt war von sehr starken Kontrasten im Bild und dadurch eine sehr expressive Bildsprache hatte. Und ich habe der Daria Pilz, unserer wunderbaren Kamerafrau, am Anfang gesagt, ich stelle mir den Film vor als farbigen Film noir. Also wir machen keinen Schwarz-Weiß-Film, es wäre zu künstlich, zu manieriert, aber wir versuchen dieses Konzept des Film noir das in die Farbe zu überführen. ازيك يا شرف؟ الحمد لله. انت كويس؟ تمام. انا اشتقت لك كتير. ممنوع. انا طول الوقت بحلم في اليوم اللي هنكون فيه مع بعض. انا كمان قوي. Es ist ja ein Film der großen Kontraste in der Geschichte. In der Geschichte ist es der Kontrast zwischen Arm und Reich, es ist der Kontrast zwischen Schuld und Unschuld, es sind sehr viele Kontraste. Und es war eben für mich klar, dass wir diese Kontraste, dann natürlich zwischen Reich und Arm im Gefängnis, dass wir diese Kontraste im Bild versuchen zu wiederzugeben. Und das war eigentlich so, wie wir gearbeitet haben. Also wir haben immer versucht, ein sehr expressives Licht zu machen, ohne dass es aufdringlich ist und ohne dass es zu künstlich ist. Also das ist eben natürlich im Film noir manchmal, dass diese Künstlichkeit, es sollte schon nicht zu sehr gemacht aussehen, aber trotzdem sehr expressiv sein. ايه يا مسجون؟ انت بتعمل 31 ولا ايه؟ كنت بدوش الميه انقطعت. معلش سعاده البيه، انت تروح واحنا هنجيب لك الميه لغايه عندك. يلا. طب هطلع كيف وانا هنا؟ يلا على زنزانتك. Das CinemaScope-Format war für mich sehr von vornherein klar, weil CinemaScope für mich eigentlich nicht nur natürlich das Format ist von den Massen und von den Sensationen im Bild, so wie es ja mal angefangen hat, sondern weil es für mich eben auch ein Format ist, wo man wahnsinnig gut Figuren vor dem Hintergrund isolieren kann und Figuren auch, ich mag einfach auch dieses Bildformat sehr, also für mich, es ist auch ehrlich gesagt eine persönliche Vorliebe. Also ich liebe dieses Format. Für mich ist das eigentlich das Format, was für mich am meisten Kino ist. Und ich fand es sehr reizvoll eben, auch gerade einen Film, wo man jetzt sagt, ja, wäre fast ein Hochformat vielleicht geeigneter, in CinemaScope zu drehen. Und ich glaube, dass wir eben auch durch diese, es gibt ja sehr viele Gleichzeitigkeiten auch im Bild. Also wo man sozusagen, ich finde, man kann bei CinemaScope wunderbar zwei Bildschwerpunkte haben im Bild, die einfach dadurch, dass eben so viel Platz ist, auch wirklich sehr, sehr schön auseinander sind. Und das haben wir eben oft auch gemacht, also dass einfach durch Schärfenverlagerung oder dass einfach diese mehreren Schwerpunkte im Bild eigentlich wunderbar zusammengehen. Jalla, idek maaie. بس هذه صغيرة بتكفيش كل المساجين. هو أنت فاكرها ليكو؟ يا عم فوزي هات اللحمة. هذه اللحمة هي؟ أيوة دي لحمة. حطها هناك. Thank you.
I got the role 10 days before the shooting, or almost 1 week actually. So I didn't have so many time to prepare as anyone in my place as a main role, which is, you know, like it's quite heavy, especially in that kind of movies. But first of all, I would like to say I'm really thankful for everyone in my life, like that the, and I'm really thankful also for the Palestinian city where I did live before in my life, Gaza, where it has this extremely life that we live in, and it was really helpful in a way when I tried to collect all my energy, my feelings, my emotions, and invest it in that role. And then I start even questioning so many friends around me, so many people that they are really close in my family, so many friends in my country in Palestine, or also in other countries in where I was filming and where I was live in the time where we filmed Sharaf in Tunisia. And I have also many friends from other Arabic countries in Syria, in Yemen, in Saudi Arabia, in Libya, in Lebanon. All of them I was trying to question about their experience when they had that experience, which is not the nicest, in the jail. And listening to the people, trying to inherited their feelings while they are talking, it actually gave me a lot, and it was really kind of helpful. Uncle Mana, في أكل كتير. شو اسمه ذيك اكسلانس؟ ده بيف ستراجانوف بلحم الغزال. يا عيني يا عيني. شو عم تعمل؟ نصيب الحراس. 100 مرة قلنا هيدي الاكياس السوداء بلاها. هيدي بتجيب بلاوي. بلاوي كيف يعني؟ هيدي الاكياس بتتصنع من الزبالة وكياس المبيدات. يعني أول ما الأكل يلمس الكياس بيتسمم. كرمال هيك كل الدول المتقدمة هلا رجعوا يستعملوا كياس الورق. سيب عليك دكتور، حياتنا كاملة نستعملوا فيها، ما جرى لنا حد شيء، لا بلاوي لا حد شكل. أنت مفكر السرطان يعني مثل الأنفلونزا بيصيبك بيوم أو بيومين؟ One of the nicest things which is I would like to use it a moment to send my greetings and my best love to our amazing writer which is our film based in his novel, Son al-Ibrahim. Like, I'm really thankful and I'm really honored to be a part of his work. And when you read the scenario, which was written by Son al-Ibrahim and Samir Nasser, which was based in the Egyptian novel that was written by Son al-Ibrahim, which is called Sharaf, that's why our film is called Sharaf. It's the way that the scenario was written and the way how Son al-Ibrahim, like he has this deep vision, symbol of transforming the feelings when you read it. It was so helpful for me, like to receive all of these emotions, to receive all of these feelings. I felt it like it was kind of easier. Like, you know, like when you read something, sometimes you feel it's complicated, but there's like a way of writing. It's so clever, so intelligent, so smart of transforming. And he did it, for sure, with Samir Nasser. Both of them, they did it, and it was really also helpful in that short time. So I think this is so far that what I was trying to do in that really short time, because I don't have many other days or many other time to find other ways or tools. And for sure, like I was also spending a couple of really short few times with the director to talk about the role, which has helped me. And we was like Samir, he was really, really good at directing, good at listening, good at sometimes if I feel like there is something I don't not like it, I don't feel it, or I feel something else, he was always listening, he was super flexible.
and it's helped me to build that role, actually. And I'm really thankful. He's a really genius, smart, and really also sensitive. I liked about him. I liked the way how he was directing and he was listening. It was really helpful for building the role. الحاجات الغريبة وكانوا في حد بيمسح هالصورة هاي يا جماعة ابو لحية شكون غيرهم هم اللي ماسكين المكتبة بتاع السجن ديما يمسحوا في صور النساء بالبطاريات وحتى بنات صغار يمسحوهم زاد طب وانت شو عملت مع المأمور؟ ولا شيء قاعد يحكي لي امور شخصية مثل شو؟ طلع متزوج جديد ومرته صغيرة وبده يستشيرني بأدوية منشطة منشطة؟ منشطة لشو؟ منشطة للبراكين شو بده يكون بده ينشط يعني؟ طب بدي أسألك هلا الاحتلام الكتير مضر؟ لا طبعا وغير الاحتلام؟ أنا أول ما بلغت أول مرة عملت العادة السرية حسيت بالذنب تاني يوم رحت على الكنيسة لأعترف قال لي الأبونا اقرأ السلام عليك يا مريم 20 مرة وصوم يومين وطبعا وقف هالعادة الخبيثة بعد يومين رجعت على الكنيسة لأعترف وتكررت القصة روح اعترف توب واخد غفران بعدين فكرت انه كل مرة عم روح لاخد غفران بكفي روح مرة بالاسبوع من بعدها صرت روح مرة بالشهر وبعدين وقفت بالمرة Also Filmmusik ist für mich ein wahnsinnig wichtiges Thema. Ich bin jemand, der mit durch die Filmmusik auch zum Film kam. Also für mich waren die Musik von Bernard Herrmann zu Vertigo, die ich mit 16 oder so gehört habe. Also ich habe damals, als die Hitchcock-Filme neu ins Kino kamen, und ich habe jahrelang diese Musik gesucht. Die gab es damals nicht. Es war noch vor der CD und die Platte war vergriffen. Und als ich die dann endlich hatte, war das für mich ein Schatz. Und für mich war Filmmusik immer wahnsinnig wichtig. Und ich habe früher eine eher, sag ich mal, opulente Filmmusik bevorzugt. Und in den letzten Jahren eigentlich immer mehr merke ich, dass meine Vorliebe sich ein bisschen verändert zu einer eher minimalistischen oder zu einer Filmmusik, die nicht aufdringlich ist, aber natürlich die trotzdem stark ist und trotzdem auch Charakter hat. حسب لائحة السجون كل سجين بحق له ب 14 وجبة بالاسبوع 7 فول 3 عدس 2 لحمة 1 جبنة وجبة خضرة وتمر 100 جرام بس وين هذا كله؟ وحسب لائحة السجون بحق لكم رعاية صحية كاملة بس بالسجن في طبيب واحد بيجي مرة بالأسبوع وساعتين بس أولي بيلا ist für mich ein Komponist, der jedes Mal was Neues sucht. Und wir haben eben erst mal sehr lange geredet über den Film. Ich wollte keine orientalistische Musik, aber natürlich eine Musik, die auch in irgendeiner Weise auch passt, also die auch einen Charakter hat, den man vielleicht irgendwo als orientalisch, die, sag ich mal, orientalische Elemente hat, aber die nicht in irgendeiner Weise so orientalistisch klingt oder so. Ja? Und deswegen, also zum Beispiel ist ja dann immer sehr, sehr, sehr naheliegend, dass man dann irgendwie ein arabisches Instrument nimmt. Also wir haben das zum Beispiel in Folgeschäden gemacht, da hatten wir sehr viel Klavier und Kanonen zum Beispiel. Ja. Da hat es aber auch besser gepasst, weil da musste die Musik so sein. Aber hier haben wir wirklich versucht zu sagen, wir wollen eine Musik, die was Universelles auch hat. Und weil gerade der Film ja auch, sage ich mal,
von der ganzen arabischen Welt handelt und nicht von einem Land. Und auch die Musiken so verschieden sind in diesen Ländern. Also die Musik in Marokko ist gänzlich anders als in Libanon oder in Ägypten. Wollten wir nicht eine Musik, die sich so stark auf irgendwas festlegen lässt? Und Olli hat ein bisschen experimentiert und kam dann irgendwann mit dieser Idee, dieses Cello, dieses, was sehr stark im Vordergrund steht, dieses Cello, was auch kein sauberes Cello ist. Ja? Das ist so ein bisschen schrammelig, so ein bisschen roh klingt, das wird auch so gespielt. Und das hat für mich diesen Charakter wahnsinnig gut eingeführt, weil es eben auch ein bisschen unerwartet ist. Also heute natürlich mit der Filmmusik, es ist sehr schwer, eine Filmmusik zu machen, wo man nicht irgendwann denkt, das habe ich da irgendwie schon mal so ähnlich gehört oder das ist irgendwie, das bezieht sich darauf. Und ich würde wirklich sagen, dass hier es schwer ist, einen Bezug auszumachen. Und das, was ich an Olli Bieler so schätze, wir haben lang gearbeitet, wir haben auch viel gerungen um den Sound, wir haben viel gerungen auch um einzelne Takes. Und natürlich ist die Musik auch ein Element in dem Film, die sich auch wahnsinnig steigert, wie auch die Geschichte. Also im letzten Drittel ist die Musik sehr viel dominanter als am Anfang. Taftisch! Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich hinter dem Film stehe, so wie er ist. Es ist lustig, manchmal denke ich an ein, zwei Szenen, wo ich manchmal denke, das wäre schön, sie zu haben. Aber wir haben den Film so zu Ende gemacht und ich glaube daran, dass Filme auch den Moment oder die Zeit reflektieren, in der sie entstehen. Und man kann immer wieder irgendwann was verändern. Aber für mich ist der Film so fertig. Aber ich würde mich, glaube ich, sehr freuen, ein paar Szenen auf der DVD als Bonus zu haben. Also ich glaube, das ist ja heute eine sehr schöne Art auch zu sagen, das hätte es gegeben, aber wir haben uns dagegen entschieden. As an actor, we are not actors. We play our roles. We play ourselves. I don't act, at least if I want to talk about myself. I don't act. And I will never act. Not in the street, not between my friends, not between me and my partners, not between me and my parents. I can't disconnect to my feelings. And if I feel something, I'm gonna say it. And if I did something wrong, I'm gonna apologize and gonna admit that I did it and try to change it. But I will never fake it. And we are not faking. As an actors, we are not. We are all humans and we have so many packages of emotions, as all of us. We are not better than others. We all in the same way. We just invest more in the moment to show that scene in the way that people can see it and they can feel it. That's it.